Hallöchen Freunde und willkommen beim großen Preis von den Vereinigten Arabischen Emiraten hier in Abu Dhabi. Und wir gehen von Platz 10 ins Rennen. Unser Konkurrent Hamilton ist auf dem ersten. Das ist natürlich nicht so toll. Aber gut, so ist das nun mal. Und tja, mit Intermediates wird wohl das Richtige sein. Also es wird hier keine Reifenregel geben, sondern... Motor an, genau. Es geht auf Intermediates raus. Ich hoffe mal, das ist die richtige Entscheidung. Wäre natürlich geil, wenn man sich irgendwie einen Boxenstopp sparen könnte, indem man direkt auf Regenreifen oder Trockenreifen geht. Aber gut, sieht nicht so aus. Naja, es tröpfelt. Vielleicht wäre das sogar schon was für Trockenreifen. Was haben die anderen denn hier? Grün, grün. Und wir haben auch grün. Na gut, alles klar. So, da drehen die Reifen natürlich durch. Und da ist schon mal richtig Action. Und was ist mit dem Hamilton los? Guckt euch das an. Was ist denn mit dem Hamilton los? Können wir hier die Autos wechseln? Da, guckt mal ganz vorne. Warte, jetzt sehen wir es vielleicht gleich. Der Hamilton, ne? Der war, ist auf Platz 1 gestartet eigentlich. Der ist da ganz rechts. Und der hat überhaupt... Der hat komplett Probleme. Können wir das hier vom Start sehen? Seht ihr ihn noch ganz hinten rechts? Der kommt gar nicht weg. Boah, da haben wir Glück, dass sich der Red Bull nicht dreht. Der kommt gar nicht weg und fährt dann raus. Ja, astrein. Und wir hier haben hier einen super Start erwischt. Da kommen wir... Oh, no. Nee, da müssen wir, glaube ich, nochmal... Vielleicht hier. Oh, sehr riskant. Also. Halten wir nochmal fest. Oh, was ist denn das hier? Alter. Also, das ist schon mal eine erste Runde. Meine Herren, wir sind auf Platz 1. Hamilton ist auf einmal hinten. Eben war es noch umgekehrt in der Startaufstellung. Wir gucken mal, der Hamilton ist jetzt auf. Der ist weg. Der ist letzter. Na. Das ist doch gut. Boah, rutsch. Und ich frage mich gerade so ein bisschen, warum wir so schnell wegkommen von dem Feld. Sollten wir lieber auf Regenreifen wechseln? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß aber auch nicht, was das soll, dass wir hier so gut wegkommen. Ja, wobei jetzt kommen die wieder hinterher. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir bleiben erstmal nochmal draußen. Oh, aufpassen! Dein Frontflügel ist leicht beschädigt, aber du kannst wohl draußen bleiben. Ach komm, machen wir hier... Machen wir Regenreifen. Okay, Regenreifen beim nächsten Stop. Und die anderen kommen auch, alles klar. Bin ich mal gespannt. Die holen sich auch alle Regen, oder? Ah, und bei uns wird jetzt der Flügel noch repariert. Das wird jetzt Zeit kosten. Ne?
Oh, dann können wir nicht raus, oder was? Ach nein, ist das bitter. Ja, Leute, was ist denn los? Das ist doch ein Witz, oder? Hallo, Leute. Nee, ganz im Ernst, das ist doch mal Oberkacke. Das ist ein Bug, oder was? Da kommt keiner mehr. Ach so. Nee, Leute. Also ich glaube, da seht ihr es mir nach, wenn ich hier mal das Rennen neu starte. Nee, sorry, Leute, aber das ging ja mal gar nicht, dass wir da alles durchlassen müssen. Also da seht ihr es mir hoffentlich nach, wenn wir nach sowas denn hier nochmal neu starten. Das ist ja echt eine Sauerei. So, da müssen wir den ein bisschen Platz lassen. Oh, dann schneidet der so in die Kurve. Also, wir sind schon ganz gut unterwegs. Vierter Platz. Hamilton ist erster. Sehen wir an dem blauen Punkt. Das hätte fast einen Dreher gegeben. Und ich frage mich, ob die jetzt wieder alle in die Box fahren. Denn wenn das wieder der Fall sein wird, dann werde ich nämlich einfach mal draußen bleiben, weil es geht ja, so geht's jetzt eigentlich. Ja, ich hoffe sogar, dass sie jetzt in die Box fahren. Weil dann haben wir einen richtig guten Vorsprung, Alter. Waren wir da schnell, meine Herren. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Nee. Die fahren nicht in die Box. Ah, und der Dreher. Ei, Mist. Mist, Mist, Mist. Wir erkennen Auflockerungen auf dem Radar. In etwa 15 Minuten sollte der Regen aufhören. 15 Minuten. Ja, ist ja super. Ja, dann fahr doch nicht so langsam, Herr Alonso. Sag mal, geht's noch? So, du Penner. Meine Herren. So, und jetzt verlieren wir hier den Hamilton so langsam. Das ist auch nicht gut. Den müssen wir mal wieder einfangen. Aber wir kommen ran, ne? 2,8 Sekunden, das sind keine 2,8 Sekunden mehr. Aber wir müssen natürlich höllisch aufpassen. Das war auch richtig knapp wieder.
Ah, jetzt sind sie wieder weggekommen, ne? 3,8. Aufgrund der Wetterbedingungen deaktiviert. Ei, und der Dreher. Oh, und da hat's geknallt. Gibt aber keine Bestrafung für uns. Haben wir Glück gehabt. Eieieiei, das ist echt ein Chaosrennen hier. Wir haben einen Platz verloren. Bleib ihm auf den Fersen und hol ihn dir zurück. Eie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 
So, und Alonso hat 8 Sekunden Vorsprung. Also da haben wir jetzt ordentlich was zu tun, um da wieder ranzukommen. Weber ist dir dicht auf den Fersen. Versuch dich abzusetzen. So, und ich hoffe irgendwie, dass die Strecke gerade so ein bisschen abtrocknet, weil ich würde auch ganz gerne vielleicht ein, zwei Runden mit den Trockenreifen fahren und vielleicht können wir die ganzen dann so ein bisschen wieder einholen. Aber da ist es derzeit noch ein bisschen zu nass für. Oh Gott, oh Gott. Aber man sieht schon so einen schwarzen, so einen dunklen Streifen bei Ideallinie. Das ist schon ein Zeichen, dass es trocken wird. Also ich warte jetzt noch ein, zwei Runden ab. Und dann geht's auf Trockenreifen. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Weil, wie gesagt, es nützt nichts. Schön auf dem Föhn für den vierten Platz hier, aber es bringt uns nichts. Wir müssen vor Hamilton kommen. Tja, und der Dreher war jetzt auch nicht so förderlich. Frontflügel leicht beschädigt, sieht aber nicht dramatisch aus. Ja, der Dreher war jetzt natürlich völlig unnötig. Wir rechnen mit weiteren 5 Minuten Regen. 5 Minuten. Die Boxencrew zieht beim nächsten Stop weiche Reifen auf. So, ich habe das nochmal schon mal hier zur Erinnerung gemacht. Weil ich an manchen Stellen rutsche ich nämlich schon. Obwohl ich hier Intermediates habe. Von daher, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Einmal haben wir das schon geschafft, da haben wir genau das Richtige gemacht, hier Hockenheim, und haben das Rennen noch gewonnen. Und ich will einfach mal ausprobieren. Also kann sein, dass das jetzt in der nächsten Kurve herauskommt, dass wir das Rennen verloren haben. Aber was soll's dann auch. Wie gesagt, ob wir jetzt als Achter ins Ziel kommen oder als Zweiter, scheißegal, wir müssen Erster werden oder halt vor Hamilton. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Das hat ja schon mal super geklappt. Bei KTK'ern werden die weicheren Gummis montiert. Das wird ein kürzerer Stint. Ach so, die wechseln auch schon auf Trocken. Das finde ich ja jetzt unsympathisch. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich jetzt zumindest 2-3 Runden alleine fahren kann mit Trockenen.
So, 20 Sekunden. Ah ne, das ist Hülkenberg, der ist hinter uns. Aber unsere Entscheidung war schon einmal genau richtig. Hier auf trocken zu gehen. Die Lücke zwischen dir und deinem Vordermann beträgt 12 Sekunden. Du musst jetzt richtig pushen, um den Rückstand zu verkleinern. So, 12 Sekunden, also 11,9. Ah, da sind sie alle in der Box, so ein Mist. Zurzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Ja, da sind wir wieder auf dem achten. Und der Hamilton war gar nicht so weit vor uns. Naja, schon, aber der war wohl auch in der Box. Können wir mal eben kurz gucken. Ja. Zweiter Platz, weiche Reifen. Scheiße. Du liegst jetzt auf Platz 7. Da werden wir auch nicht mehr rankommen. Also ich fahre jetzt wirklich auf Teufel komm raus, ne? Also keine Rücksicht auf Verluste. Entschuldigung. Mann! Das ist die Strafe. Ach, und wir haben keine Rückblende mehr. Scheiße. Ah, ich dachte, wir hätten noch eine Rückblende. Und komm innerhalb der nächsten 3 Runden an die Box. Ach, so eine Scheiße. Du hast den Frontflügel verloren. Bring das Auto irgendwie zurück an die Box, dann bekommst du eine neue Nase. Ja gut, dann hat sich das ja erledigt. So, ich wollte zwar eigentlich meine Strafe absetzen, aber wechselt halt nochmal Reifen. Müssen wir halt nächste Runde nochmal rein. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Jo, genau. Die Strafe anzutreten. Komm in dieser Runde durch die Boxengasse oder du wirst disqualifiziert. Ja, aber das nützt nichts, wenn ihr mir dann wieder die Reifen wechselt, ihr Deppen. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Boah, und wir sind immer noch 14 da. Geht ja auch gar nicht klar, dass wir trotzdem noch so weit vorne sind. Zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden.
So, und die Sonne geht auch fast unter. Ja, super. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Frontflügel heil machen oder disqualifizieren? Weil ich will eigentlich die Strafe absitzen. Na, es steht auch niemand da, ne? Nee, scheint zu klappen. Zwei Plätze haben wir nur verloren, ne? Ist ja auch hart. Wenn du in dieser Runde nicht zu deiner Durchfahrtsstrafe kommst, wirst du disqualifiziert. Aber wir haben doch eben die Durchfahrtsstrafe gemacht. Hatten wir zwei? Nee. Oh Mann, das sind Deppen, ey. Unglaublich. So, ein Deutscher vor uns, der Nico Hülkenberg. Na gut, dann fahren wir halt nochmal in die Box. Dann machen wir halt noch den fünften Boxenstopp oder so. Noch enger haben konnten sie die nicht bauen, ne? Meine Herren. Ach, verdammt. Was ist das denn jetzt? Ach, die... Oh. Ja, ist auch egal jetzt. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Ja, kriegen wir irgendwie das Rennen hier jetzt zu Ende? Oh Mann, ey. Ja, komm, Alter. Fahr mir hinten in die Seite. Ganz toll. Das Auto hinter dir hat einen leicht beschädigten Frontflügel. Schaden am Frontflügel. Was? Ey, leck mich doch am Arsch, ey. Weißt du, fährt der mir hinten rein, dass ich nicht mehr bremsen und lenken kann? Unfassbar. Leck mich doch am Arsch, ey. Ich kann nicht fassen, dass du raus bist. Stell den Wagen ab und mach den Motor aus. Boah, was ein Chaosrennen. Ja, das wäre das alles so gut gelaufen, dass wir hier am Anfang, wo der Hamilton letzter, wir erster, dann wäre es alles super gewesen und so. Und so ist der Hamilton dann wieder mit zwei Rennen in Führung gegangen. Also 4 zu 2. Ja, ja, 4 zu 2 und zwei Rennen sind noch. Also wir können noch ausgleichen, aber ich weiß nicht, ob uns das etwas bringt.
Ach, eben nicht. Ja, super. Dann haben wir auch keinen Konkurrenten mehr. Ja, dann brauchen wir auch nicht mehr auf Hamilton gucken, okay. Ein Ausgleich reicht scheinbar nicht. Naja, gut. Also, es geht, nächstes Rennen geht's dann nach Texas. Und dann heißt es Wiedergutmachung. Ach du je. Und in Texas ist natürlich auch immer Regen. Also das Wetter spielt in diesem Spiel echt verrückt. Na gut. In der Wüste regnet's. In Texas ist ja eigentlich auch eine Wüste, da regnet's auch. Aber ich will mich nicht beschweren. Wir sehen uns dann nächste Woche Freitag wieder mit dem nächsten Rennen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann.